Ich habe deswegen heute ein Placement für euch zusammen mit Undecember, das ich euch heute vorstellen werde. Das Spiel ist kostenlos. Ihr könnt euch das bei Steam einfach runterladen. Das Spiel gibt es auch fürs Handy und es gibt Cross-Plattform. Das heißt, ihr könnt quasi problemlos die Devices beim Spielen wechseln. Wenn ihr also gerade noch was Kostenloses sucht, was ihr so in den Anfangswintermonaten, wo es jetzt wieder ein bisschen kälter wird, spielen wollt und was ihr vielleicht auch unterwegs spielen wollt, wenn die Deutsche Bahn mal wieder zu spät dran ist und man irgendwo sitzt und ich weiß, was man machen soll, dann ist das vielleicht ein Spiel, das ihr euch anschauen wollt. Kann ich nicht eine sexy Frau sein? Zehn Jahre später bin ich eine sexy Frau. Ja, ich kann eine sexy Frau sein. Ich finde es so schön, dass solche Spiele sich einfach dazu entscheiden, diese Art der Frisur als sexy und erstrebenswert quasi zu zeigen. Dabei als eine Frau mit langen Haaren kann ich euch sagen, wenn ich die Haare so trage, dann mache ich das, weil ich sie nicht gewaschen habe und ich nicht will, dass man sieht. The fuck ist das? Sind das Urzeitkamele in fucking riesig? Ich dachte erst, okay, die haben einfach so Reittiere, aber nein, es sind Wohntiere. Sie sind fucking riesig. Werter Gast, das ist leider das Ende unseres Ausflugs auf dem Sandgier. Von jetzt an muss jeder alleine um sein Leben kämpfen. Okay, wir können. Wir versuchen uns erstmal nicht darauf zu konzentrieren, dass es ein Langbogen der Perversion ist. Wir versuchen erstmal zu entscheiden, ob wir Langbogen, Schwert oder Zauberstab spielen wollen. Natürlich nehme ich den perversen Präzisionsbogen. Okay. Berühre den Bildschirm mit meiner Maus. Die Verbindung einer Brückenrune mit einer Fähigkeitsrune erzeugt einen zusätzlichen Effekt. Du kannst eine Fähigkeitsrune mit einer Brückenrune verbinden, wenn die Brückenrune die gleiche Farbe hat wie der Platz der Fähigkeitsrune. Wähle eine Fähigkeit, um zu sehen, welche Brückenrunen damit verbunden werden können. Okay, das heißt, ich baue mir quasi meine Extra-Fähigkeiten und meine Skillungen halt komplett selbst auf. Ihr könnt Runen einsetzen. Wow, dann seid ihr bestimmt eine Runenjägerin. Ich bin erleichtert. Ja, ich habe den Bildschirm berührt. Das hat geholfen. Ich hoffe, ihr findet euren Freund, Lian. Lasst unsere Runenjägerin durch. Alter, dieses Ding sieht so merkwürdig aus. Es hat so ein knöcherndes Gesicht. Oh goodness. Aber ich kriege ja bis jetzt nicht wirklich Schaden. Also was hindert mich eigentlich daran, diese Dudes zu facetanken? Ich frage vor einen Freund. Dude, du kämpfst mit der Luft. Jetzt nicht mehr. Nein. 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 Ich würde sagen, das war ein Heady. Leute, wir dürfen uns nicht beschweren. Wir töten in anderen Spielen mit Kettensägen Pinguin-Babys für Ressourcen. Das war bestimmt ein Betäubungspfeil, ja. Aber wollen wir eine Rolle oder wollen wir teleportieren? Wir wollen springen. Wir wollen Mawam. Boah, Mawam wäre jetzt auch geil. Wenn man teleportieren kann, warum soll man dann rollen wollen? Das ist ein Argument. Ich bin echt gespannt, wie das in Akt 5 wird. Weil ihr gesagt habt, dass es ja echt noch um einiges schwerer wird. Und bis jetzt finde ich es sehr entspannt. Also ich hätte das übel gefeiert, wenn er einfach auf den draufgehaut hätte. Haha, ich bin hinter dir. Fang mich doch. Oh, das hat Cooldown. Verbessere Attribute im Sternenbildmenü. Was war das Sternenbildmenü? Kennen wir das Sternen? Ist das das Sternenbildmenü? Okay, darf ich noch nicht. Z drücken darf ich noch nicht. Ich wollte die gerade angreifen. Ups, schon wieder. So, und jetzt haben wir das Menü. Sternenbildmenü. Ah, und jetzt kann ich hier quasi Sachen erhöhen. Was ist das? Oh
mein Gott, bist du hässlich. Ach, Haustierer steht nicht für Haustier. Gut. Ich dachte, Hausierer, nicht Haustierer. Ich dachte, Haustiere, da kann man Haustiere kaufen. Aber es ist ja der Hausierer und nicht der Haustierer. Oh, ich bin dumm. Aber ihr habt es geschafft, nachdem ich euch zurückgelassen habe. Es freut mich, dass ihr unversehrt seid, nachdem ich euch zurückgelassen habe. Ich konnte euch nach dem Absturz nirgendwo finden, als ich euch zurückgelassen habe. Also musste ich es alleine schaffen, hierhin schaffen, als ich euch zurückgelassen habe. Ihr seid auch nicht böse auf mich, weil ich euch zurückgelassen habe, weil ich euch alleine ließ. Da kommt's. Es war wirklich das erste Mal, dass ich eine Balliste abgefeuert habe. Und damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, das hat man gesehen. Ich hatte einfach das Beste gehofft und habe dabei ganz viele Menschen getötet. Ups. Ja, hoppala, das passiert. Helm oder Haare, Pia safe Haare. Ja, wer braucht einen sicheren Kopf, wenn man alternativ auch einfach schöne lange Haare haben kann? Und jetzt könnte ich eigentlich hier die Sachen zerlegen lassen, ne? Weil die Scheiße brauche ich ja jetzt nicht mehr. Und bekommen dafür neue, coole Gegenstände. Perfekt. Der Sandgeier wurde wieder angegriffen. Diese verdammten Dimps. In letzter Zeit machen die nur Ärger. Ich bin sie einfach leid. Wenn das so weitergeht, werden wir bald keine Sandgeier-Dienste mehr anbieten können. Moment, habt ihr das gehört? Kämpfen, 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 kämpfen. Ah, das ist... Kämpfen, 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 kämpfen. Die Wüstenräuber kommen, alle zu den Waffen, schnell. Ja, kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Pierce geht nicht auf Intelligenz, ihr braucht keinen Kopfschutz. Wenn ich genug Punkte woanders reinschiebe, bin ich wie so ein kleines Huhn. Dann schaffe ich es wahrscheinlich auch geköpft weiterzulaufen und noch ein bisschen zu existieren. Wie ich mir dachte, ihr sagt, ihr habt Soak ausgeschaltet, oder? Dann seid ihr mitschuld an diesem Chaos. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, dann geht zu Lance im Obergeschoss, er erklärt es euch. Was schaut ihr denn so blöd? Es geht gerade erst los. Reißt euch zusammen. Ich finde es total nett, dass ich hier erstmal beleidigt werde. Könnt ihr uns helfen, die Wüstenräuber aufzuhalten? Nö. Nee, ich würde euch alternativ einfach sterben lassen. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Oh mein Gott. Ah, Spinnen. Nein, Spinnen. Nein, das sind keine Spinnen. Das hat nur vier Beine, aber es ist richtig widerlich. Was ist das? Alleine drüber zu laufen ist schon unangenehm. Oh Gott, da ist ein großes. Ich pull immer mehr. Ich pull immer mehr. Oh mein Gott, ich pull immer mehr. Oh Gott, ist das widerlich. Oh mein Gott, die sind richtig ekelhaft animiert. Oh mein Gott. Oh, das stresst. Oh, das stresst. Das ist richtig widerlich. Können wir nicht? Oh nein. Nein. Da oben sind noch mehr. Oh Gott, das ist richtig. Das ist richtig unangenehm animiert. Alter. Oh, das ist richtig widerlich. Ich habe eine Spinnenphobie. Das ist... Diese Viecher triggern des Todes. Und das, obwohl sie halt nur also vier Beine haben. Fledermäuse sind okay. Oder was auch immer das ist. Brauch ganz dringend so eine Haarspray-Dose. Nein, 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 nein. 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 Niemand mag dich. Mein Stresslevel ist gerade so hoch. Ihr habt gar keine Ahnung, wie hoch. Wir brauchen für sowas ein fucking... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die sind so kackschnell. Ich habe so einen Puls gerade. Ich habe so einen... Kommen die jetzt aus dem Boden? Oh mein Gott. Ich dachte, es wäre eine Spinne. Nein. Was ist das? Ist das eine Spinne? Nein, es ist irgendwas anderes Ekelhaftes. Oh Gott. Warum kriecht das alles? Flattermäuse sind gut. Flattermäuse sind gut. Es hat alles immer mehr Beine. Ja, es ist nicht schön. Nee, ich will keine... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will keine Einstellung haben, die Spinnen wegmacht. Mir hat meine... Oh mein Gott. Therapeutin immer gesagt, stell dich deinen Ängsten. Desto öfter du Spinnen in Computerspielen tötest, desto weniger Angst machen sie dir. Wir sind gerade noch bei dem Prozess des Tötens. Weniger Angst haben wir noch nicht erreicht. Aber ich vertraue ihr grundsätzlich. Wenn sie sagt, dass das funktioniert, dann wird das schon funktionieren. Irgendwann. Aber wir haben einen Wegpunkt. Das ist ja schon mal was Gutes. Woher kommt deine Abneigung gegen diese Tierchen? Ich habe einfach eine Phobie. Ich habe nicht mal eine Abneigung gegen sie. Ich habe sogar, oh mein Gott, der kann auch das, was ich kann.
Ich habe sogar ein Spinnentattoo, actually. Wegen meiner Phobie. Und weil ich ein großer Fan von der Philosophie darin bin, weil ich ein großer Fan von der Philosophie bin, dass man sich den Dingen halt quasi stellt, vor denen man Angst hat. Aber ich habe trotzdem Angst davor. Jawohl, gib es mir. Runenverbesserung. Okay, das heißt, ich kann jetzt die Runen, die wir nutzen, um Sachen zu bauen, kann ich jetzt auch noch verbessern. Gut. Dann gibt es hier Beherrschung. Mit Alchemie ist das. Ah, da kann man auch noch weiter. Alter, es gibt so viele Sachen, die man verbessern kann. Holy shit. It's the grind. Aber das ist halt alles das etwas, was wir jetzt am Anfang so noch gar nicht so dringend brauchen. Runenjägerin, wie ich hörte, wollt ihr Richtung Dämmerungshügel aufbrechen. Könnt ihr mir auf den Weg einen Gefallen tun? Nö. Kann ich da nicht hinreisen? Muss ich quasi den Weg erstmal gehen, damit ich dann hinreisen kann? Müssen wir quasi hier zurück, damit wir dann über hier erst da runterkommen? Das heißt, es bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt in dem Gebiet danach zu suchen, wo ich dann letztendlich hin muss. Ah! 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 Oh mein Gott, okay, das sind keine Spinnen. Alles gut. Alles gut. Alles halb so wild. Ich treffe nur nicht. Ach, hier oben ist so ein Speicherpunkt, den wir gerade wieder gefunden haben. Geil. Und dann gehen wir zurück. Wo muss ich hin? Dämmerungshügel. Kann ich mich mit meinem Eisball selber treffen? Nee, das wäre noch sehr lustig gewesen. Oh, jetzt habe ich Speed. Ah, nein, 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 nein. 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 Noch viel mehr. Oh Gott. Nein. 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 Okay, das kriegen wir nicht weggemacht. Dann gehen wir jetzt darunter. Das sieht aus wie ein Bossfight. Ach du heilige Mutter. Ach du heilige Mutter. Aber so viel Schaden macht der gar nicht. Der sieht schlimmer aus, als er ist. Aber es ist auch der erste Boss, den wir haben. Ich bin auch nicht traurig, dass er schlimmer aussieht, als er ist. Ich bin halt krass, was soll ich sagen. Der war richtig schlimm. Der war richtig, richtig, richtig schwer. Ich bin einfach nur übel gut. Nutze eine Rückkehrrolle oder einen Wegpunkt, um nach Mario Außenposten zurückzugelangen. Kommen wir hier gar nicht weiter jetzt? Aber in erster Linie brauche ich einen Teleportationsstein gerade. Ja, ich weiß, dass die Rückrollen auf Null sind, aber ich will die nicht ausgeben. Deswegen laufe ich. Kann man das Game denn vernünftig durchspielen, ohne viel Geld auszugeben? Also laut, es kommt drauf an, was du als viel Geld wahrnimmst. Wir haben jetzt schon gehört, dass man auf jeden Fall die Storage-Dinger haben möchte. Und da musst du, wie, je nachdem, welche Storage-Dinge du dir in-game holen möchtest und wie viele von denen, musst du mit, was hatten wir mindestens, mit zwischen 30 und 110 Euro rechnen. Das ist quasi das, was wirklich gameplay-technisch einen relevanten Unterschied macht, wofür du Geld ausgeben musst. Wenn du bereit bist, das zu machen und das Spiel dir das wert ist, kommst du damit sehr, sehr weit. Und soweit ich mitbekommen habe, kommst du dann auch an alles dran und kannst alles erreichen. Aber da musst du halt Bock drauf haben. Das ist quasi die Grenze. Ah, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nicht die Spinne. Nicht die Spinne. Nicht die Spinne. Und was auch echt, ich hatte gesagt, genau, man kann sehr, sehr gut spielen und testen, ohne dass der Shop einen nervt. Also ich musste nach dem Shop suchen, damit ich ihn finde. Das ist meiner Meinung nach immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man zieht ja dann eigentlich mehr, oder? Also wenn man besser ist, dann zieht man ja quasi einfach mehr aus dem Gebiet, damit man mehr auf einmal macht, oder? Und damit sich das ein bisschen mehr rentiert, also so. Und dann macht man die alle gleichzeitig, wenn man krass ist, so wie ich es bin.
Nee, ich muss einfach nur darüber kommen. Aber da komme ich noch nicht hin, weil die Erkundungs-, weil ich hier runtergegangen bin und ich muss dann nach oben. So, da ist jetzt dieser Wüstenhügel. Ich will nur ganz kurz wissen, wie es bei der Burgruine aussieht. Dann höre ich wirklich auf. Nur ganz kurz gucken, wie es bei der Wüstenruine aussieht. Weil es gerade schon echt Spaß macht, hier durchzulaufen. So, und das ist jetzt die alte Burgruine. Okay, und da ändert sich das jetzt ein bisschen. Sieht immer noch sehr wüstenhaft aus, aber von der Stimmung ist es ein bisschen anders. Ja gut, dann würde ich jetzt hier meinen Schlussstrich für heute ziehen. Kann ich hier einfach speichern? Ich hoffe. Oh Gott, ich bin komplett rausgesprungen. Der hat bestimmt gespeichert, oder? Boah, ich hoffe. Es hat Spaß gemacht. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht, das Game. Also, das war echt richtig, richtig funny. Also, das könnte ich mir... Hat Autosave, ne? Jawohl.